Ja, servus Leute. Wir sind gerade jetzt am Losfahren für unseren Österreich-Urlaub, sagen wir mal. Wir haben ja gesagt, wir machen jetzt 10 Tage Urlaub in Österreich. Wir fahren so Roadtrip-mäßig. Wollten eigentlich auf Campingplätze, aber das Wetter heute ist nicht so schön. Ich meine, ja, es regnet gerade nicht zum Glück, hier zumindest, aber dort, wo wir hinfahren wollten, sollte es heute sehr viel regnen. Deswegen haben wir jetzt ganz spontan uns eine Almhütte organisiert, wo wir die erste Nacht zumindest verbringen werden, bis es mit dem Wetter her besser ist. Vielleicht noch eine zweite Nacht, wir sehen mal. Bin sehr gespannt, aber das ist ja eben genau das Geile an Roadtrips. Wir können uns spontan umdisponieren, so wie jetzt, anstelle, dass wir auf diesen Campingplatz fahren, wirklich im Regen zelten. Das ist halt eher nicht so geil. Wir sind 11 Leute insgesamt, 11 Freunde. Die werdet ihr vielleicht im Laufe des Vlogs noch öfter sehen. Jetzt bin ich gerade ein bisschen weggegangen hier von den anderen, weil die gerade die Autos beladen. Mit diesen 11 Freunden werden wir jetzt die nächsten 10 Tage verbringen. Durch Österreich herumfahren, relativ spontan. Wir haben noch nicht viel uns vorgenommen, nur so ein paar Grundorte, wo wir hinfahren wollen, und der Rest wird halt spontan entschieden, so wie heute auch eben, dass wir auf die Almhütte fahren und nicht wie angedacht an den Campingplatz. Ich freue mich schon mega, ja, kommt mit! So, jetzt hat es tatsächlich wieder zum Regnen begonnen. Nice, man sieht es ein bisschen auf der Kamera. Wir haben jetzt Gott sei Dank die Almhütte geklärt. Ich freue mich schon. Wir fahren gleich los. Wir haben jetzt einigermaßen alles eingeladen ins Auto. So, jetzt regnet es wirklich. Jetzt kommt der erste richtig stärkere Regen. Ich weiß nicht, ob man irgendwas sieht. Ja, wir fahren jetzt los auf die Alm. So Leute, wir sind auf der Alm jetzt. Schau euch das mal an. Es hat aufgehört zu regnen. Das hier ist der Falkart. Kann man hier reinzoomen? Ah, im Selfie-Modus kann man nicht zoomen. Das hier ist der Falkart. Könnt ihr ja gerne googeln, wenn ihr wissen wollt, wo das ist. Ach, geil, Alter, Berge. Ich sag's euch, Leute, Berge sind so geil. Und es hat sogar jetzt aufgehört zu regnen. Es kommt sogar ein bisschen so blauer Himmel raus, wie ihr hier sehen könnt. Wir müssen jetzt noch einen Fußweg gehen. Also die Hütte, wo wir sind, ist ein bisschen drin im Wald. Ja, da gehen wir jetzt noch ungefähr 20 Minuten, eine halbe Stunde. Gehen wir rüber. Es ist auch temperaturmäßig. Es ist schön kühl, schön feucht, aber richtig frische Bergluft, richtig geil. Vor allem, weil ich jetzt wieder lange Zeit generell so viel in der Stadt war, jetzt in Wien und so. Ist mega geil. Wir sehen uns dann in der Hütte wieder. Unser Ziel, die Hütte hier mitten im Nirgendwo, richtig nice. So Leute, wir sind jetzt da. Hier ist die Hütte schön im Hintergrund. Ist relativ schnell gegangen, der Hermarsch. Also ich glaube so eine Viertelstunde, 20 Minuten. Jetzt gehen wir wieder zurück zum Parkplatz. Wir müssen noch mehr Sachen hertragen. Hier bin ich ziemlich erschöpft, weil wir haben hier schon, wie ihr seht, ein paar Dinge hochgetragen. Aber jetzt müssen wir noch mehr essen. Die Getränke, Bier vor allem, ganz wichtig. Das ist geil, Alter. Leute, schaut euch das an. Hammer, Alter, Leute, Hammer. Mal eine kleine Frage jetzt an alle, die hier diesen Vlog hier anschauen. Schreibt mal jetzt in die Kommentare, wart ihr schon mal auf einer Alm? Wenn ja, wo? Wir sind hier eben am Falkart, weiß ich nicht, also Leute aus Kärnten oder so kennen den Falkart, aber ansonsten ist er eher so ein kleiner Berg, eher unbekannt. Mein Klein hat trotzdem 2000 Meter, wird er schon haben. Ich werde schon recherchieren, wie viel Meter er hat. Augenblick. 2300 Meter hoch ist der Falkart. Ich meine, wir sind hier jetzt nicht ganz oben am Gipfel, klarerweise. Wir sind hier noch ein bisschen, hier ist gerade die Baumgrenze, ne? Ihr seht hier im Hintergrund werden die Bäume lichter und so. Ein paar Meter weiter oben ist dann die Baumgrenze erreicht, da wachsen dann keine Bäume mehr. Hier die Hütte selber wird auf, boah,
1700 bis 1800 so circa sein, ich habe keine Ahnung, müsste ich eruieren. Aber ja, schreibt jetzt mal in die Kommentare, wart ihr schon mal auf einer Alm oder noch nicht? Würde mich mal sehr interessieren. Für uns Österreicher, die jetzt im Alpenraum wohnen, ist es eigentlich etwas voll Normales hier, regelmäßig wandern zu gehen, auf Almen und so weiter. Aber denk mal jetzt, wenn man in Norddeutschland oder so wohnt, wo es ja keine Berge gibt, dürfte das eher schon was Besonderes sein, oder? Gehe ich wieder zurück, Rucksack ist leer und wir werden jetzt noch die anderen Sachen einpacken. Ach, ist es so schön hier und die Luft, ach, ist einfach nur geil. Leute, ich bin so froh, hier zu sein. Ist, glaube ich, besser als ein Campingplatz. Ist eigentlich gut, dass es so verregnetes Wetter ist. Sonst wären wir wahrscheinlich auf irgendeinen Campingplatz gefahren und hier sind wir jetzt für uns alleine. Hier haben wir unsere Ruhe. Boah, ich muss hier aufpassen, hier ist überall Kuhscheiße am Boden. Huh. Das ist jetzt nämlich eine Kuhweide. Österreich halt, ne? Österreichische Almen. Geil ist das. Boah, die Sonne. Schaut mal. Die Sonne ist gerade da. Cool, dann scheint halt jetzt die Sonne. Sehr nice, Alter. Ich dachte, wir sind ja jetzt eigentlich hier auf die Alm, um halt nicht bei Regen campen zu müssen, aber jetzt scheint scheinbar gerade die Sonne. Sehr nice. Da vorne sind Kühe. Seid gespannt. So, es beginnt jetzt leicht wieder zu tröpfeln. Ich habe hier noch meinen Wanderstock, den habe ich extra mitgenommen. Hier ist unsere Karre, wir holen noch gerade die letzten Sachen und gehen dann ein letztes Mal zurück zur Hütte. Jetzt diesmal mit Wanderstock. You shall not pass. Das Essen wird bereitet. Das war weniger, mehr als der Matze-Unterbringer. Bier ist eingekühlt. Prost! Auf Wind spülen? Naja, wettermäßig schaut es leider nicht mehr so gut aus wie vorhin. Ja, ein schönes Sicht auf die Berge ist weg und es regnet, wie man eventuell am Video sehen kann. Man hört, ja, oh, man sieht's, oh mein Gott, ja. Aber ja, gut, wir sind eh unterm Dach, also alles gut. Bro, Alter, ich lass mich von Anfang an nicht verarschen mit deinen 51 oder so.